Sportsfreunde, ich begrüße euch. Wir sind hier direkt nach der FIBO durchgestartet ins Training. Denn wen habe ich erwischen können für ein geiles gemeinsames Training? Den Johannes. Seid gegrüßt. Johannes ist ja wohl der Killer, was Trainingstechnik angeht, was Mobilität angeht und so weiter. Tutorials, das seht ihr alles immer beim Johannes. Ich habe schon so häufig gesagt, schaut bei Johannes vorbei. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, einfach mal so ein paar Tipps in Sachen Kniebeugen. Wir machen heute so einen Ganzkörpertrainingsplan. Deshalb, ich bin auch in der kompletten Rocker-Kluft hier von der FIBO. Und ich habe mir gedacht, ich will einfach die Gelegenheit jetzt nutzen. Und ja, es soll um Mobilität gehen. Es soll darum gehen, dass du einmal so ein bisschen auf meine Technik guckst. Ist das eigentlich okay, was ich da mache? Eigentlich wollen wir nur zusammen zu trainieren und du machst schon so viel richtig. Ich habe auch viele deine Videos gesehen, dass du sehr sauber trainierst. Vielleicht können wir irgendwo noch ein paar kleine Schrauben drehen und noch irgendwas optimieren. Ich bin gespannt. Lass uns loslegen. Dann würde ich erst mal gucken, hast du irgendwo Defizite in Beweglichkeit? Und dann würde ich zumindest das Gelenk, was man bewegen muss für die Kniebeuge, dementsprechend mobilisieren, falls es überhaupt notwendig ist. Okay, dann schau einmal. Ich mache einfach mal so eine Probekniebeuge, ja, und schau, okay. wo könnte das Problem sein. Okay. Ja, warte. Wie ich schon gesagt habe, die Kniebeuge sieht schon ganz gut aus. Du hast ganz leicht einen Innentrend im Sprunggelenk nach innen. Ja. Also wenn du deine Sprunggelenke noch ein bisschen mehr mobilisieren würdest, das mal warm machen würdest, würde das schon fast ausreichen, weil du bist tatsächlich sehr beweglich. Okay. Entweder versuchst du erstmal überhaupt die Fähigkeit, das Knie über den Fuß drüber zu schieben, weil das ist ja wichtig bei der Kniebeuge. Das wissen vielleicht noch nicht alle deiner Zuschauer. Du schiebst die Knie so weit wie möglich über die Fußspitze hinaus. Das machst du ja sowieso schon, genau. So, jetzt bist du am weitesten, soweit du kannst, der Haken bleibt auf dem Boden. Ja. Und jetzt kommst du einfach wieder zurück und kommst wieder nach vorne und bewegst das Sprunggelenk. Zack, vor und zurück, sodass du versuchst, in dieser Bewegung für mehr Spielraum zu sorgen. Okay. Das hilft den meisten schon. Bei dir, glaube ich, würde es sogar noch helfen, weil du bist schon sehr beweglich im Sprunggelenk, mal in die andere Richtung zu mobilisieren. Das heißt, schau mal, genau das Gegenteil von dem zu machen, was du eigentlich sonst machst. Und da merkst du schon, das zieht irgendwie ganz schön, ne? Das zieht ordentlich. Also einfach mal in die andere Richtung mobilisieren. Ja. Und das hilft dir dann wiederum, das Knie weiter nach vorne zu schieben. Okay. Genau. Vor, zurück. Vor, zurück. Ist ja im Prinzip eine ganz simple Bewegung, oder? Ja, auf jeden Fall. Das kriegt auf jeden Fall jeder hin. Ja. Es geht darum, das Sprunggelenk wirklich warm zu machen und noch beweglicher zu machen, als es vorher war. So, Stange auflegen. Es gibt ja irgendwie sowas mit Low Bar und High Bar. Ich lege mal die Stange einfach da auf, weil ich da einfach ein gutes Gefühl habe. Okay. Was ist das? Pass auf. Und da hat der Kai schon mal einiges richtig gemacht, weil er hat einen guten Punkt für sich selber gefunden. Das geht jetzt noch als High Bar Kniebeuge durch. Das heißt, die Hantel liegt high oben drauf. Ich würde sie vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne rollen. Ja. Das ist für mich der optimale Punkt. Ja. Wenn du keine Schmerzen hast, ist es für dich auch okay. Ne? Alles gut. Das ist eine klassische High Bar Kniebeuge. Okay. Achso, und dann würde ich dir eigentlich empfehlen, dich umzulegen und nicht in den Spiegel zu schauen. Okay. Weil das irritiert eigentlich nur und nimmt dir den Gleichgewichtssinn. Also vorne. Also High Bar. Such dir einen Fixpunkt am Horizont. Oder noch besser wäre an der Decke. Der Kopf bleibt in der perfekten Position. Okay. Ich würde zugreifen, richtig fest mit der Hand. Hier ausdrucken, mal ein bisschen enger noch greifen und den Daumen drumherum. Also relativ eng sogar noch. Hast du noch mehr Spannung? Daumen würde ich komplett rummachen. Zumindest bei einer Heilbar-Kniebeuge. So oder? Genau. Und drück jetzt, pass auf, jetzt wird es aber speziell. Drück mal die Außenfläche der Hand gegen die Handel. Ja. Und dann merkst du sofort, wie du Spannung drauf kriegst und die Ellbogen nach vorne ziehst. Ja, ja. So ist es gedacht. Okay, krass. Gut. Genau. Und Druck, super. Zack. Die Fußspitzen ganz leicht nach außen stellen. Das machst du schon ganz gut. Vielleicht noch einen Ticken weiter, also 10, 12 Grad. Okay. Was man jetzt noch verändern kann, das ist schon richtig, richtig gut. Jetzt wollen wir den Stress auf dem Oberschenkel noch vergrößern. Ja. Wir versuchen uns einfach weiter aufrecht zu halten, die Ellbogen vorne zu lassen und mal nicht nach hinten zu setzen, sondern nach unten, gerade runter zu gehen. Vorne bleiben die Hüfte und hoch. Besser noch. Merkst du den Unterschied? Viel besser. Nochmal als Tipp. Gehen wir nochmal zurück. Nochmal als Tipp. Geh mal hinter die Hantel. Komplett hinter die Hantel. Dann nimm schon mal die Griffposition ein. Daumen hoch. Druck auf der Außenkante der Hand. Noch enger greifen. Genau. Außenkante der Hand richtig ran. Zack. Und die Ellbogen verzogen. Und jetzt kommst du unter die Hantel. Zack. Okay. Hüfte strecken. Hantel raus. Zwei Schritte, eins, zwei, dann stehst du schon in der richtigen Position.
Und jetzt pass auf, mein Tipp, was wir noch optimieren können. Versucht dir mal 3 bis 4 Sekunden auf den Weg nach oben Zeit zu nehmen und gerade runter zu gehen. Okay, 3 bis 4 Sekunden. Ich zähle mal runter. 4, 3, 2, 1, hoch. So, ganz toll, Kai. 4, 3, 2, 1, hoch. Hüfte noch weiter vor, gerade rücken, Ellbogen vorne. 4, 3, 2, 1, hoch. Ellbogen vor. 4, 3, 2, Schub. 4, 3, 2, 1, Schub. Ellbogen vor. 4, 3, 2, Schub. Da bist du zu schnell gewesen, ne? Ja. Aber ich will, dass du mal den Unterschied spürst, wie es ist, mit Spiegel und ohne Spiegel zu wollen. Wie ist es ohne Spiegel? Also auf jeden Fall, man konzentriert sich mehr auf den Bewegungsablauf. Genau. Und vor allen Dingen, was ich auch merke, wir haben weniger Gewicht, aber ich merke es viel, viel krasser in den Oberschenkel. Natürlich. Also allein, dass ich hier mein Ellbogen weiter nach vorne drücke, habe ich einfach schon wesentlich mehr Spannung im ganzen Oberkörper. Genau. Ich merke einfach, dass ich aufrechter bin. Genau. Und allein dadurch verändert sich schon direkt die Kontraktion hier im Muskel. Im Oberschenkel, genau. Das ist einfach krass. Da muss ich euch aber mal den Zuschauern sagen, passt ein bisschen auf, das kann nicht jeder, weil überhaupt dieses Aufrecht in der Hocke in die Knie gehen kannst du nur, wenn du Sprunggelenkmobilität hast. Okay. Du hast deine Hacken nicht erhöht, du hast keine Gewichtüberschuhe an und kannst trotzdem gut in die Hocke gehen. Das kann erstmal nicht jeder, weil, weil die Mobilität fehlt bei den meisten Leuten. Das ist so. Das ist auch nicht schlimm, aber das ist für dich umso besser. Nicht schlecht. Hast du dafür was gemacht oder war das immer so? Ich habe noch einfach viel Kniebeugen immer gemacht, ja, und irgendwie kam das dann so, ne? Ja, also das war immer so. Funktioniert manchmal, ist cool, ja. Alles klar, cool. Jetzt machen wir mal. Kai kommt das Oberkörper frei. Für die Ladies. Aber pass auf, ich habe jetzt gemerkt, du bist doch ein Stück weit limitiert über deine Sprunggelenke. Du könntest jetzt entweder Gewichtheberschuhe anziehen, mit einem leicht erhöhten Hacken, die sind auch stabiler, also es ist nicht unbedingt davon abzuraten, es ist okay, es ist also kein Schummeln. Ja. Was wir jetzt mal machen, wir simulieren jetzt einen besseren Knievorschub noch. Indem wir irgendwas uns noch unter die Füße legen. Erhöhen die Hand, ganz genau. Und das, pass auf, das Geile ist ja, du wirst jetzt richtig merken, wie du so viel Druck auf den Quatsch bekommst, okay, und noch viel aufrechter in die Hocke gehst. Das ist richtig geil jetzt, pass auf. Ich bin gespannt. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr das macht, bitte keine weichen Turnschuhe anziehen, also Nike Freeze oder so, dann lieber barfuß, aber keine weichen Schuhe da Höhe draufstellen, da steigt die Verletzungsgefahr enorm. Grundsätzlich sowieso bei Kniebeugen barfuß oder festes Schuhwerk mit einer flachen Sohle oder zumindest stabilen Sohle. Also das Ziel ist es, pass mal auf, als Coaching Cue, als Tipp, wir wollen ja irgendwann eine erste Grass Kniebeuge schaffen. Das heißt, dein Beinbizeps liegt auf der Wade auf. Dann bist du in der tiefsten Kniebeuge, die du bekommen kannst. Ja. Vorausgesetzt, die Wirbelsäule bleibt dabei gerade. Ja. Okay, nochmal das ganze Spiel. Ja. Hüfte strecken, Ellbogen vorne, Oberkörper ist aufgerichtet. Ja. Augen geradeaus und an den Horizont. Okay, super. Und jetzt geht's gerade runter. Ellbogen vorne. Spannung, Schub. War ganz gut. War mir noch zu sehr nach hinten, den Arsch. Okay. Arsch nach unten. Genau. Hüfte strecken, gerade runter, gerade runter. Hüfte vor, Hüfte vor. Spannung. Super. Spannung und Schub. Denk dran. Beinbizeps auf die Wade setzen. Ellbogen vor. Spannung. Hüfte strecken. Oben. Genau. Zack. Hüfte vor. Das ist das erste Mal, dass ich mit jemandem Kniebeuge mit freiem Oberkörper mache. Ohne Scheiße, Mann. Ja, muss immer ein erstes Mal geben, oder? Ellbogen vor, Hüfte vor, gerade runter. Knie vor. Super. Spannung halten. Jawohl, super. Und richtig mit dem Ellbogen aufkommen. Ellbogen vor. Spannung. Steh, jawohl, prima. Noch drei. Ellbogen. Spannung. Schuh. Spannung halten und halte Spannung. Schuh. Wunderbar, prima. So. Einmal. Fühlt sich gut an? Fühlt sich richtig gut an. Und dabei waren das jetzt ein paar Sätze. Junge, richtig am Schwitzen hier. Und die Oberschenkel glühen hoffentlich. Ja. Das, was man an Oberschenkel hat, glüht. Aber erst trainieren kannst du ja nicht, ne? Ja, genau. Ja, coole Sache. Vielen Dank, Johannes. Ich glaube, sowas Krasses am Kniebeugen-Tutorial hattest du bei mir noch nie am Tele gegeben. Johannes hat gerade erzählt, bei ihm auch noch nicht. Also speziell noch nicht. Mega geil. Ein Tipp noch. Ja. Ich habe gesagt, Augen nach vorne oder nach oben. Achte darauf, der Kai hat das richtig gut gemacht, den Kopf im Lot zu haben. Das heißt also nicht, dass man den Kopf überstrecken muss,
Denn der Körper folgt immer den Augen. Deswegen habe ich gesagt, die Augen. Ja. Aber nicht den hier machen, das ist kacke, das wollen wir nicht. Also möglichst in einer neutralen, natürlichen Position. Sehr geil. Okay. Vielen, vielen Dank, Johannes. Vielen Dank an dich, Mann. Leute, schaut bei Johannes vorbei. Ich kann es immer wiederholen, aber ihr müsst doch mal auf mich hören. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, Mann. Dankeschön. Wir sehen uns und wir machen jetzt mal weiter mit Training. Ja, Mann. Rein, Leute. Ciao.